Aber das ist doch unmöglich. Ich habe die Klampe mit einem Kopfschlag belegt. Ich habe einen Stoppersteg gemacht, einen doppelten Webeleinsteg dort, eine einfache, aber dennoch elegante Schleife hier und einen einfachen Kreuzknoten. Aha. Und was für ein Knoten war das, den du am Steg gemacht hast? Was sollen wir denn jetzt tun? Wir sitzen hier mitten auf dem Ozean fest. Ich wusste schon immer, dass ich auf diese Weise sterben würde. Jetzt nur die Ruhe. Keine Panik. Wir setzen einfach das Segel und segeln zurück. Wo ist das Segel? Hab keins gekauft. Aber die was? Ich hatte nicht genug Geld. Ich war gezwungen, mich zwischen einem Segel und diesem Jacuzzi zu entscheiden. Also, wenn jemand Schuld hat, dann ist es Dicky. Ich hab dir alles gegeben, was ich hatte. Ich bin komplett pleite. Dass du finanziell nicht erfolgreicher bist, ist nicht meine Schuld. Was? Bin ich etwa schuld? Er ist schuld, richtig? Wir werden die Küstenwache über Funk um Hilfe bitten. Nein, kein Funk an Bord. Was? Nach dem zweiten Jacuzzi ist nicht mehr genug Geld da gewesen. Ich habe eine Idee. Wir nehmen jetzt ein langes, heißes Bad im Jacuzzi. Das wird uns entspannen. Währenddessen überlegen wir uns, wie wir aus dieser misslichen Lage wieder herauskommen. Ich nehme den Hauptjacuzzi, ihr zwei den da. Ich glaube, ich habe die Antwort für unsere Lösung. Dicky muss zurückschwimmen und Hilfe holen. Na los, Dicky, spring! Was tust du denn? Was denkst du denn, was du da machst? Hier schwimmt niemand irgendwo hin. Wir segeln zurück. Wo hast du das Segel her? Das sind unsere Bettlaken. Was? Das ist allerfeinste ägyptische Baumwolle! Hast du eine Ahnung, wie viel diese Laken gekostet haben? Mehr als Rettungswesten! Deshalb sind auch keine Rettungswesten an Bord! Und man sieht total bescheuert darin aus. Er ist bewusstlos. Was aber die sollen wir tun? Binde mich los. Ich kann nicht. Ich habe den direkten Befehl, das nicht zu tun. Weißt du, Dicky, hier draußen mitten auf dem Meer zu sein, brachte mich dazu, ein paar Dinge in einem ganz anderen Licht zu sehen. Ich verstehe jetzt, dass es nicht das Geld oder materielle Dinge sind, die eine Rolle spielen. Es sind die Freunde. Die besten Freunde. Und du, Schweinchen, Dick, bist wirklich mein allerbester Freund. Meinst du das wirklich ernst? Bin ich bekannt dafür, jemanden anzulügen? Ja, das mit der Transplantation, das war auch eine Lüge. Ist doch Schnee von gestern. Jetzt mach schon, bitte komm, binde mich los, damit ich meinen besten Freund fest umarmen kann. Du wirst es nicht bereuen. Jetzt schwimm los und hol Hilfe! Ja! Dicky! Ja, ich schätze, jetzt bin nur noch ich hier, ganz allein auf einer Yacht. Gestrandet mitten auf dem Meer, ohne Rettungswesten und ohne die leiseste Ahnung vom Segeln. Bugs! Dicky! Wartet auf mich!